Assalamu alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu diesem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch die leckerste Auberginen-Vorspeise, die ich jemals gegessen habe. Und zugleich ist sie auch eines der einfachsten Rezepte, welches man in kurzer Zeit herstellen kann, während wir nur ganz wenige Zutaten für dieses herrliche Rezept benötigen. Ich stelle diese leckere Vorspeise in meinem Airfryer her, wodurch wir nochmal sehr viel Zeit und Energie sparen. Wie man diese delikate Vorspeise herstellt, das zeige ich euch jetzt inshallah. Ich benutze dazu nur eine ganz normale mittelgroße Aubergine, wo wir die Enden abschneiden und dann diese Aubergine in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Wer gleich eine größere Menge dieser leckeren Vorspeise herstellen möchte, und das ist zu empfehlen, weil die so lecker sind, der nimmt gleich 2 große Bio-Auberginen für ein großes Backblech. Und dann werden wir jetzt jede einzelne Auberginenscheibe von beiden Seiten auf diese Weise hier kreuzweise mehrere Male einritzen, damit das würzige Öl später gut in die Scheiben einbringen kann. Und dieses leckere würzige Öl, das stellen wir folgendermaßen her. Dazu gebe ich jetzt hier Butterschmalz in ein Schüsselchen und erwärme dieses. Ich werde aber ebenso natives Kokosöl dafür benutzen. Jedes andere Pflanzenöl sollte beim Backen und Braten vermieden werden, weil ungesättigte Fettsäuren beim Erhitzen Schaden nehmen und daraus Transfette entstehen. Werden wir ordentlich viel frischen Bio-Knoblauch pressen und den geben wir dann in das geschmolzene Butterschmalz. Butterschmalz hat übrigens ein ganz herrliches Aroma und Geschmack und eignet sich vorzüglich für dieses Rezept. Jetzt geben wir zu dieser Butterschmalz-Knoblauch-Mischung noch gefriergetrocknete Kräuter hinzu. Noch besser wäre es, wenn man frische Kräuter verwenden würde. Kommt ein Teelöffel Oregano hinzu und hier jetzt meine selbstgemachte Gemüsebrühe aus dem Trester meiner grünen Säfte. Mein Video zu den grünen Säften verlinke ich euch hier oben nochmal. Dann kommt noch ein Teelöffel Himalaya-Salz hinzu. Und damit ist diese herrliche Gewürzmischung auch schon fertig, die das entscheidende i-Tüpfelchen auf diesem herrlichen Gericht ist. Jetzt geben wir die eingeritzten Auberginenscheiben hier in den Airfryer, der mit Backpapier ausgelegt ist. Und jetzt geben wir diese leckere Würzsoße, diese Knoblauchsoße, auf jede einzelne Auberginenscheibe und sorgen dafür, dass sie auf allen Scheiben gut verteilt wird. Und dann geben wir den Korb in den Airfryer und backen die Auberginenscheiben auf Mittelhitze etwa 10 bis 15 Minuten vor. In dieser Zeit schneiden wir jetzt die Bio-Tomaten in dünne Scheiben, denn diese werden später auf die vorgebackenen Auberginenscheiben gelegt. Sobald der würzige Knoblauchbelag so aussieht wie hier, also schön goldbraun, sind die Auberginenscheiben jetzt fertig, um mit den Tomatenscheiben belegt zu werden. Die Tomatenscheiben sollten möglichst dünn geschnitten sein, wie schon vorher erwähnt, und die kommen jetzt hier auf die Scheiben der Auberginen drauf und werden so gelegt oder ergänzt, bis sie eben die komplette Scheibe bedecken, und dann werden wir diese nochmal mit geraspeltem Biokäse belegen und jetzt kommt das Ganze nochmal in den Airfryer und wird dann dort nochmal etwa 10 bis 15 Minuten gebacken oder so lange, bis der Käse goldgelb zerlaufen sein wird, so wie das jetzt hier zu sehen ist. Wichtig ist, dass wir die Temperatur immer auf 175 Grad Celsius einstellen. Das ist die ideale Mittelhitze für diese leckere Vorspeise. Der vorgebackene gewürzte Knoblauch gibt diesen Auberginenscheiben diesen ganz besonderen Geschmack. Bei jeder, der das ausprobiert, dieses Rezept, der wird überwältigt sein von dem herrlichen Geschmack. Und der kommt vor allem zustande durch diese leckere Knoblauch-Butterschmalz. Gewürzsoße. Ihr seht auch, wie super einfach man dieses Rezept herstellen kann, mashallah. Das geht in 0, nichts. Vor allem im Airfryer geht das wirklich in sehr kurzer Zeit. Wer aber die doppelte Portion herstellen möchte, was natürlich zu empfehlen wäre, weil man einfach nicht genug von diesen leckeren Auberginenscheiben bekommen kann, wenn man sie einmal probiert hat, der könnte das Ganze natürlich auch im Backofen auf einem großen Backblech herrichten. Damit haben wir ein richtig köstliches vegetarisches Gericht gezaubert. Wer dieses Gericht allerdings vegan halten möchte, könnte theoretisch auch meinen veganen Käse dafür benutzen. Mein Video dazu, das werde ich euch hier oben nochmal verlinken. Diese leckere Vorspeise ist gleichzeitig auch ketogen, das heißt, sie kommt fast ohne Kohlenhydrate aus, sodass man diese besondere Vorspeise ohne schlechtes Gewissen verzehren kann. Gerne verlinke ich euch hier oben nochmal mein Video zur ketogenen Ernährung für diejenigen, die dieses Video noch nicht gesehen haben und sich damit noch nicht so gut auskennen. Damit ist dieses Video mit den Auberginen, Tomaten, Käsescheiben auch beendet. Wenn es euch gefallen hat, dann probiert dieses Rezept gerne einmal aus und gebt mir einen Daumen nach oben. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten, damit dieser Kanal fortbestehen kann.
Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir in der Zukunft verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.